Junge, Junge, der Koga hat sich echt gut versteckt bei Tears of the Kingdom. Ich hätte ihn beinahe nicht gefunden. Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge und ich glaube, das ist die letzte Konfrontation gegen Imchak, der immer noch versucht, verzweifelt die Dinge aufzumachen. Ich ziehe meine fettere Rüstung wieder an. Ich glaube, er hat nämlich auch bestimmt in Kraft und wisst ihr was zugelegt. So, es sieht cool aus, bin richtig stark. Und sonst brauche ich glaube ich nichts weiter, ne? Nö. Ey, meine geile Schattenhose, brauche ich nicht. Koga, wir sind's. Komm schon, beweg dich. Mist, da stimmt doch was nicht. Du kannst es einfach nicht, du hast es nicht drauf. Halt ich meine Hand irgendwie falsch? Nein, so geht das nicht. Boah, wie lange stehst du da schon rum? Spionierst du mir etwa nach? Na, du hast mir doch genau erzählt, wo du hin wolltest. Selber schuld. Du! Feigling! Du haust doch ab. Ich hab dir doch gesagt, dass ich meinen Plan geändert habe. Diese alberne Macht der Götter brauche ich nicht. Aber hier haben wir ja alles schon abgegrast. Was du gerade sahst, war nur... Tja! Pille-Palle! An deinen Sprüchen musst du auch noch ein bisschen arbeiten. Ach, ist doch Schauschnuppe hier, alles scheißegal. Dafür kann ich's nicht fassen, dass du mir bisher gefolgt bist. Nerviger Typ. Den alten Zeiten zuliebe, hatte ich dir den riesen Gefallen getan, gegen mich antreten zu dürfen. Aber so wie die Dinge jetzt stehen, kannst du mir gut und gerne gestohlen bleiben. Das Ende ist nämlich nah! Boah, ich kann also meine wertvolle Zeit nicht mit einem Duell gegen dich vergeuden. Mach die platt, meine Schergen! Boah! So halt, au, oh, gleich in die Schnauze geschossen. Menno, kann ich irgendwie mal gleich mal so einen Augenpfeil schießen, um ihn da irgendwie hinterher zu ballern? Ja, ne, bringt alle nichts. So, ich fall jetzt mal mit hier. So. So, Inobo, mach du die mal fertig, mein Kumpel hier. So, erstmal schön. Boah, Alter, okay, ich muss ja hier nach vorne drücken. Okay, ich hab grad nach vorne gedrückt. Inobo? Einfach gekapert. So, oh! Alter, schon richtig viel abgezogen. Wow! So, schnell wieder auf mein Schiff. Wo ist denn jetzt schon wieder? Der baut sich einfach neu. Oh, jetzt hätte ich sein neues Schiff mal nehmen können hier. So, Yonobo, wo bist du? Yonobo! Okay, mit Yonobo ist er richtig einfach. Oh. Er ist einfach wieder abgehauen. Warte, mir geht's irgendwie mal ein größeres Schiff. Das ist echt schon besser. Das hätte sein können, dass er wieder einfach wieder verschwinden lässt. Oh! Fies, Mann! Okay, trotzdem Yonobo natürlich erstmal, damit seine Geschützen. Wir müssen schnell kehrt machen. Oh, 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 oh. Yeah! So, und sag tschüss, Mann! Vor wie geflogen ins Wasser! Koga, sorry. Aua, aber du hast dich gut geschlagen. Sehr kreative Ideen. Ich bin ausgerutscht. War einfach zu nass hier. Aber freu dich nicht zu früh, Link. Ich habe schon alle Sono-Energiekristalle eingesackt, die es hier gab. Und jetzt halte ich fest. Meine Schergen haben sich gemeldet. Sie haben ihn gefunden. Den Dämonenkönig. Was? Fast sind wir so weit. Noch ein winziger Schritt, bis der lang gehegte Wunsch der Jägerbande in Erfüllung geht. Wir haben nur mehr als genug Sonor-Kristalle. Die Energiekristalle natürlich. Die nächste verlassene Mine wird also die letzte sein. Hör gut zu, Link. Meine letzte Ausgrabung werde ich in der verlassenen Nordwestmine vornehmen. Das zeig dir nur schon mal so. Danach werde ich mit der gesammelten Macht die ultimative Waffe aktivieren und sie dem Dämonenkönig darbieten. Das heißt für die Welt. Schluss. Unsere nächste Begegnung wird die letzte sein. Die haben den Dämonenkönig gefunden? Dann kriegst du deine Abreibung! Tschüss, Mann! Ist der anscheinend... Dann ist der Dämonenkönig wohl wirklich hier unten. Also unterirdisch. Oh, na gut, na gut. So, Link, bitte, sorry.
Danke, dass du die Eindringlinge unschädlich gemacht hast. Ich habe alles mit angehört. Diese verlassene Mine im Nordwesten, die dieser Mann erreichen will, ist sicher die verlassene Hebra-Mine. Allerdings sind Abgründe in der Hebra-Region ausgesprochen rar gesät. Und der Weg, der vom Hyrule-Gebirge dorthin geführt hat, soll durch Witterungseinflüsse jetzt unbenutzbar sein. Aber wenn ich mich nicht vertue, gibt es einen Abgrund, über den man die verlassene Mine direkt erreicht. Und es ist bestimmt eher in der Höhle, wie wir auch in dem Buch gelesen haben beim letzten Mal. Aber, ach, bevor du auf deine Reise aufbrichst, ne, guck mal. Quatsch mal mit denen, ich hab wieder eine neue geile Platte zum Konstruieren. Mein Artgenosse da drüben arbeitet an Bauplansteinplatten. Ich hoffe, ihr könntet ihr euch irgendwie benutzen machen. Ey, Link, hörst du mir überhaupt zu? Nein, ich will meinen Loot haben. So. Yeah, nochmal 100 Einheiten, ey. So, ob ich nochmal die 500 voll kriege, wäre natürlich auch nice. Aber ich glaube nicht. So, ich quatsch natürlich nochmal mit dem. Und ansonsten hau ich hier erstmal wieder ab. So, was, wo ist der jetzt? In der Nordmine, ja. So, die ist natürlich... Oh Gott. Ja, da waren wir halt auch noch überhaupt nicht. Wir können ja nicht uns vorstellen, wie es da überhaupt aussieht. Ja, über den Orni. Ja, hier gibt es ja wirklich kaum Einschlagslöcher. Stimmt ja. Keine Krater. Aber es soll wohl einen geben, der direkt dahin führt. Der muss jetzt irgendwo ein Loch oder irgendeine Höhle geben. Wie sie ja selber gesagt haben, dass man da direkt runterfällt. Vielleicht hier so drinne oder so? Genau da drüber? Ja, okay. Ja, merken wir uns alles. Ach, Mann, ey, dieser Koga. Ich überlege aber tatsächlich, ob ich jetzt erstmal mir die Jägerrüstung hole. Die komplette und danach da im Jägerclan ein bisschen was mache und Koga dann überrasche. Willkommen. Einst konnte man hier viel Sonanium finden und dieser Ort war eine florierende Schmelzhütte. Ich verwalte in den Bergbau verwendete Bausteinplatten. Na du, dir fehlt ja so ja noch eine, die du noch nicht hast. Hier, Mann. Bauplansteinplatte. Das ist ein cooles ein Blitzschlagboot. Ist das nicht geil? Bautomatik hinzugefügt. Ich werde auch die Materialien bereitstellen, um die Bautomatik zu testen. Blitzschlagboot. Naja, okay, Leute, ist egal. Ist egal, brauche alles nicht. Ich hoffe, dass du dir von mir überreichte Steinplatte zunutze machst. Okay, jetzt sieht natürlich Blitzeinschlag. Oh Mann, meine schöne starke Waffe, ey. Natürlich ist gleich wieder komplett weg. So, dann machen wir kurz hier. Wie sieht denn das aus? Wut. Flup, zup, zup, zup. Okay, zup. Oh. Okay, das sieht cool aus. Tschüss. So. Ah, mit so einer Lanze nach vorne. Dann mache ich echt einfach Blitze. Oh Gott, das ist aber schon richtig teuer. Oh, wie die Energie dabei weggeht, ey. Ja, na gut. Nicht ganz so praktisch, ne? Aber ey, aufmachen hier. Ich brauche dein Sonanium. Obwohl ich schon viel das Aussehen habe. Ich habe gar kein neues wieder gefunden. Das wird schwierig. Autorisierung komplett. Na, Duchen, wer bist du denn, Mann? Ach, du willst wieder ein bisschen was machen? Ich bin Alchemiekonstrukt. Ja, ja, und tschüss. Moment, bitte. Ein Augenblick, bitte. Ich muss schnell... Ah, Lager ist aufgefüllt. Materialien wieder gemacht. So, brauchst du irgendwas? Nö. So. Hier habe ich ja keine Dinger für, ne? Nee, ne Null. Und hier habe ich, ja, naja, ja, komm. Wie viel denn willst du denn haben? Alle, die gehen. Es sind richtig wenig denn, nur 15? Ja, komm mit mal her. Okay, alles klar. Aber das bringt, glaube ich, immer richtig wenig nur. So, okay, noch 20. Wenn ich jetzt irgendwo nochmal in der Truhe so 20 finden würde, das wäre ein Traum. Aber ja, ich hau jetzt erstmal hier ab aus dieser verlassenen Gruft hier und hol mir erstmal eine Batterie beim Spähposten und mache ich vielleicht auch noch, dass ich hier nochmal schnell Hallo sage. Und alles bereit mache. Und ich suche mir nochmal diese geheimen Festung der Jägerbande. Mann, muss ich alles noch machen. Ist einfach alles zu viel. Ist einfach alles zu viel für mich, Leute. Ich will Batterien haben. Na, können wir ja aber auch nochmal ein bisschen weiter einleiten. Mal gucken, was dann passiert. Was hier die nächste richtige Hauptquest ist. Weil ob die irgendwie rausgefunden haben. Also das sieht ja so aus, dass Koga schon mehr weiß als die Leute beim Spähposten. Wenn die den Dämonenkönig im Untergrund gefunden haben. Das macht mir ein bisschen, naja, gibt mir zu denken. Gibt mir dann doch zu denken. Weil ich nicht weiß, ob wir das irgendwie so wollen. Oder ob die dann sagen, ja, hast du irgendeinen Hinweis? Und Link sagt wieder bestimmt nichts. Nur ich weiß nicht, wo hier irgendjemand ist. So, oh, sind die auch Gerudo-Kriegerinnen, ne? Sind die bestimmt auch. Ja, echt jetzt? Von hier aus? Echt jetzt? Warten jetzt. Was unterhaltet ihr euch denn hier? Oh, wenn sie tatsächlich die ganze Zeit alleine an einen so gefährlichen Ort verbringen muss. Wie frustrierend, dass mir hier die Hände gebunden sind. Hä, hey, was ist denn los? So, guck mal, alle Flaggen sind ausgerollt. Alle Nationen geht's gut und wurde geholfen. So, sind die jetzt alle weg? Hallo? Irgendwie ist es hier ein bisschen still. Oder liegt es nur an wegen der Morgenluft? So, Gerudo-Kriegerin, die jetzt auch hier helfen und patrouillieren. Sehr geil. Die gucken irgendwie alle nach oben. Leute, was?
Was ist denn jetzt hier? Muss ich jetzt doch zum Schloss? Ah, ne, die guckt da. Ah, die steht da auch oben drauf und guckt irgendwo hin. Okay. Rüstungen. Wo legt mir jetzt mal die hier? Wie teuer ist denn die? Das Orni-Gewand. Ja, komm, wir gucken mir das mal, weil ich hab das noch nicht. Kälteschutz ist auch wichtig. Einverstanden. So. Ach man, das macht aber richtig schick aus. Dann bräuchte ich noch ein bisschen Hyrule-Reis. Ja, obwohl habe ich 20. Brauche ich nicht mehr. Für meine immer noch anstehende Angel-Quest. Was sind denn das für Zeiten? Was ist denn los? Torda, hast du die Gerüchte gehört, ob es sich wirklich um Prinzessin Zelda handelt, die alle, wie alle behaupten? Ich wünschte, ich hätte irgendein Vehikel gebaut, mit dem man ein schwebendes Schloss erreichen kann. Muss ich jetzt doch zum Schloss, Leute? Ich gehe mal kurz gucken. Ich glaube, Pura ist ganz oben und guckt auf den Ausguck oben. Warte mal, hast du irgendwelche neuen Erfahrungen hier gebracht? Ich meine, ich kann ja nur erzählen mit Koga und so. Na? Oh, das würde dich interessieren. Ich habe einen neuen Bericht über den Untergrund erhalten. Im Osten in Ranel wurden weitere Statuen entdeckt, die denen ähneln, die in einer Reihe nach Südwesten führten. Man fand besagte Statuen in zwei der vielen Abgründe dort, und zwar im Sumpf von Ranel und nördlich von Kakariko. Ihr Aussehen erinnert verblüffend an die Soras, und dieses Mal scheinen sie den Weg nach Osten zu weisen. Und danach sind unsere Forscher wohl den Statuen gefolgt. Die Statuen führten direkt unter das Dorf der Soras, und es wurden dort Spuren einer alten Zivilisation entdeckt. Da habe ich doch gerade alles entdeckt. Weitere Nachforschungen ergaben, dass die nach Südwesten ausgerichteten Statuen nach Gerudo stattführten. Daher gehe ich davon aus, dass es eine Verbindung zwischen Oberfläche und Untergrund gibt. Also habe ich in jeder Region nach weiteren Abgründen suchen lassen. Und tatsächlich, es wurde ein weiterer Abgrund in der Klippe beim Dorf der Orni in Hebra im Nordwesten entdeckt. Okay, Klippe beim Dorf der Orni, ja, okay. Als nächstes werde ich also überprüfen lassen, ob man von dort aus direkt unten unter das Dorf der Orni gelangt. Hab eine Statue gesehen. Ganz viele Statuen. Du hast eine Statue entdeckt? Zeig mal! Ja, okay. Hier, halt über fotografiert. Boah, also ist ja wieder die Statue mit Flügeln. Ah, das ist eine von den Statuen, die man im Untergrund bei den Orni findet, oder? Wir sind der Spur dieser Statue auch gefolgt, aber an einer Stelle war der Weg blockiert, sodass wir nicht ans Ende gelangen konnten. Auch wenn im Untergrund kein Vorankommen war, immerhin war damit die ungefähre Richtung klar. Deshalb versuchen wir jetzt über den in der Felswand dort entdeckten Abgrund direkt unter das Dorf zu gelangen. Immer wenn ich etwas Neues über den Untergrund erfahre, motiviert mich das ungeheuer. Ich werde weiterhin Informationen über den Untergrund sammeln, mit denen ich dich unterstützen kann. Sprich mich doch öfter nochmal an später, ne? Ich spüre ganz deutlich, dass wir einen Hinweis auf den Verbleib der Prinzessin immer näher kommen. Wenn wir uns beide so richtig anstrengen, finden wir ganz sicher etwas, Herr Link. Ja, das war ein geiler Hinweis, dass ich diese Höhle jetzt weiß, wo die ist. Wo war denn das letzte Mal gegen Koga catchen? Wir sind nochmal, ich würde ja echt gerne was machen, aber zu weit weg für mich, ich kann nichts machen. Ich bin, warte mal, ich hier eigentlich. So, was ist denn hier passiert? So wie es aussieht, können wir von hier nichts tun. Lass mich überlegen. Du! Was gibt's? Ich denk gerade nach. Falls du zu Pura willst, sie hat sich nach oben begeben. Geh ruhig hoch zu ihr, aber Vorsicht auf der Leiter, ja? Okay, was haben die da anscheinend entdeckt? Bestimmt ist Zelda einfach da. Fliege ich da nochmal hin? Ja, was ist denn mit den Ohren? Die können einfach hinfliegen. Pura, was ist denn los? Jetzt bin ich aber auch neugierig hier. Jetzt bin ich selber sehr, sehr neugierig. Schieß los, Pura. Ich hab doch allen geholfen. Link, ich habe gehört, was passiert ist. Eine Kältewelle bei den Orni, Schlemmsteine, die Goron verrückt gemacht haben, Schlamm, der das Wasser der Soras beschmutzte, das sie zum Leben brauchen, die Gerudo in Gefahr durch Gyptos und einen Sandsturm. Das war alles sicher nicht gleich zu bewältigen. Gut gemacht. Doch die Tatsache, dass an all diesen Plagen eine Prinzessin Zelda nur allzu ähnliche Gestalt beteiligt war, das lässt mich vermuten, dass all dies mit dem Kataklysmus zusammenhängt. Na, mit was denn sonst? Übrigens habe ich auch etwas zu berichten. Weg. Ah, der war doch wieder, war doch bloß wieder eine Kopie, die uns dahin locken will. Link, hast du das gerade gesehen? Das war doch die Prinzessin, oder? Ich wollte dir auch gerade berichten, dass ich bei Schloss Hyrule eine Frau gesehen habe, die aussah wie Prinzessin Zelda.
Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Ich hatte angenommen, dass sie das Schloss verlassen hätte, aber das war wohl ein Trugschluss. Wir müssen Prinzessin Zelda schnell retten. Die Soldaten und ich können Schloss Hyrule im Moment aber nicht erreichen. Also ist es wohl wieder einmal an dir. Es tut mir leid, dass ich dich immer in so gefährliche Situationen schicke. Aber du bist der Einzige, den ich darum bitten kann. Ich warte hier. Komm bitte schnell heil zurück, ja? Zusammen mit der Prinzessin. Untersuche die 4 Regionen. Abgeschlossen. Geschafftes Hauptziel. Und jetzt das schwebende Schloss. Ja, das ist ja quasi auch fast die letzte Hauptquest. Aber ich werde vorher noch das verlorene Heldenschwert auch noch irgendwie machen. Weil es mir auch noch irgendwie wichtig. Ja, das Tüftler mir da, ja, er kann so viel machen, ey. Ja, ich glaube, ich werde auch mal, Kugas finstere Pläne. Das ist die ultimative Waffe, er hat den Dämonenkönig gefunden. Ja, da müssen wir hin. Vor allem, da wir auch die ganzen Hinweise haben, wo da der Abgrundloch ist. Ups. Aber gut, werde hier auch wieder weitergeleitet. Ja, alles klar. Aber ich finde, ich habe mir jetzt das Master Sword verdient. Nachdem ich bei Koga und überall war. Das ist die Batteriemaschine. Na, willst du Batterien haben? Brauchst du Energiekristalle? Ja, bitte, ich möchte welche haben. 400 Stück, willst du 4 neue haben? Yo, lass rüber wachsen. Einen Moment, bitte. Klump, klump, klump. Ich krieg meine ja relativ schnell zusammen eigentlich. Und ich meine, wir waren ja jetzt noch nicht oft im Untergrund, ne? Und noch gar nicht so lange, aber dafür habe ich jetzt schon wieder schön 4 Batterien dazu. Energiekristalle konnten hergestellt werden. 4 Batterien, bitte. Oh yeah! Zusatzbatterien mal 4. Boah! Die bestimmt richtig. Oh, da kann ich doch hier lange schon rumfliegen. Sehr schön. So, dann mach ich glaube ich das nächste Mal, wenn ich wieder 200 habe, damit ich dann 5 Batterien habe. Bitte geh jederzeit zurück, wenn du unbedingt noch mehr Energy brauchst. So, aber ich würde jetzt erstmal. Ich muss halt wirklich mal ein bisschen was. Ich brauche wieder ein paar neue Sachen. Hier, ich gehe mal schnell zu Ateno, gebe da die Quest ab. Warte, wo war das? Genau hier. So. Einfach nochmal ganz schnell. Und dann will ich auch endlich mal kurz zu den Crocs. Nochmal Crocsamen abgeben. Halt an sich nur für das Schild und für den Bogen. Aber wenn ich dann noch genug habe, um einen neuen Waffenslot zu machen, mache ich das natürlich auch gerne. Nimm mal so ein bisschen. Es ist so ein bisschen. Man muss Hände machen. Nehmen wir mal hier und da ein bisschen upgraden, sonst verpasst man doch wieder alles. So, der hat ja gemeint, der Teleportationsmedaillon kriege ich ja, wenn ich, was war das, einfach alle Türme haben und irgendwie 5 Gegner fotografieren. Hat er inzwischen auch gemacht. Glaube ich einfach, oh, da ist der Drache wieder, oh. So, Typi-Mann, ey, ich brauche wieder ein Upgrade. Zeit für Verbesserung, sehe ich auch so. Tagchen, mein Bester, ich sag's dir nur ungern, aber dein Pura-Pet ist noch lange nicht cool. Im Gegentum, es steckt noch weit mehr Potenzial da drin. Also, welche Funktion soll ich nochmal boosten? Den Sensor Plus. Müsste doch schon klappen, oder? Hier, Mann. Gut, der Goethe sagt nur, du hast bereits die nötigen Einträge gesammelt. Dann ist der Fall klar. Gib mir bitte mal flugs dein Pura-Pad. Es wird auch gar nicht lange dauern. Endlich mal viele Upgrades. So, dann wollen wir mal werkeln. Stup. Hiermit kannst du als Suchobjekt etwas anderes als Bandschreine festlegen. Der Sensor schlägt dann aus, wenn du dich dem gewünschten Objekt näherst. Genau, kennt man auch noch. Tantaradada. Nun zeigt der Sensor nicht nur das Schreine an, sondern auch eine reiche Vielfalt an anderen Orten, Dingen und Wesen. Du musst nichts weiter tun, als den entsprechenden Eintrag im Hyrule-Handbuch auszuwählen. Das wäre ja geil, nach Abgründen suchen. Richtig lustig. Ein Sensor der Superlative. Abgeschlossen. So, und jetzt noch ein zweites Teleportationsding. Tja, wenn ich ganz ehrlich sein will, habe ich auch ein eigenes Handbuch. Hier siehst du meine Handbuch-Datensammlung. Tiere, Monster, Materialien, Ausrüstung und Schätze, alles fein säuberlich verzeichnet. Kurz und gut, es handelt sich um eine perfekte Version des Hyrule-Handbuchs auf deinem Pura-Pad. Wenn du Interesse hast, wirf doch mal einen Blick auf meine Datensammlung. Dann kann ich die alle Kurven für mich voll machen. Jupp, diese Funktion braucht ihre eigene Bedienungsanleitung. Warte mal kurz. Ich klebe das mal wieder hier ran. So, jetzt war schon alles drinne. Das kommt dann dahin. So. Ah, sehr schön. Na, wie findest du das? Hier haben wir deine Bedienungsanleitung für den Sensor Plus. So, lies also ruhig alles durch jederzeit. Tja, und erst eine Sache noch. Wenn du nur noch mit dem Sensor Plus die Welt erforschen kannst, unsere Arbeit ist noch nicht getan. Dein Pura-Pad ist noch nicht komplett. Es kann noch verbessert werden. Denk daran. Es sieht aus, als ob noch ein Poster dahin kann. So, na, welche Funktion denn noch? Das weitere Teleportationsmedaillon. Oh, du hast schon alle Kartografietürme gesammelt? Von 15 Türmen ist die Rede? In diesem Fall wird mir die spezielle Ehre zuteil, dir nicht nur ein Teleportmedaillon, sondern gleich 2 davon zu geben. Ich wusste, du schaffst das. Fantastische Arbeit. Na los, dann mal her mit deinem Pura-Pad. Ob's dann fertig ist? Oh, dann wollen wir mal werkeln. Jawohl. Zweites Teleportationsmedaillon. So, da brauche ich aber keinen neuen Eintrag mehr, oder? Voila, das dritte Teleporter. Achso, ich habe schon das dritte. Oh. Also einfach so.
Der hat mir wirklich einfach 2 gegeben. Ach, hätte ich vorher nochmal bei 10 und 15? Ach, keine Ahnung. Egal, Wahnsinn! Damit sind sämtliche Teleportationsbedarfserweiterungen einsetzbar. Der wundervollste Lohn, den sich ein Weltenbummler wie du nur wünschen kann. Des Tüftlers Teleportbedarfung abgeschlossen. Kuckumbill, pure Perfektion. Also dein Purapet, es ist jetzt perfekt. Was so viel heißt wie, du bist perfekt. Oh, danke schön, das wisst ihr doch schon vorher. Und nein, ich übertreibe nicht. Du hast Großes vollbracht, mein Freund. Nun bist du allerbestens ausgestattet, um den Mysterium um Prinzessin Zelda ein für alle Mal auf den Grund zu gehen. Ach, wenn du ihre Hoheit findest, könntest du ihr von mir was ausrichten? Und zwar, dass es insbesondere meinem famosen Purapet zu verdanken ist, dass du sie finden konntest. Das würdest du ja wohl wissen, oder? So, jetzt kann ich endlich mal auf Klo gehen. Robelo. Okay, cool. Hier kann ich bestimmt bei dem Ding mir dann alles kaufen. Hey, du, das ist mein Handbuch-Datensammlungsding. Alle Rubriken sind vollständig. Tiere, Monster, einfach alles. Somit stellt sie quasi das perfekte Handbuch von dir dar. Also, naja, wenn du ein Foto machst, wird das abgebildete Objekt automatisch in deinem Handbuch registriert. Allerdings sind manche Objekte nur äußerst schwer zu fassen. Es kann also nicht ganz einfach sein, sie zu finden. Unter uns, ich würde dir auch Fotos verkaufen, falls du mit gewissen Motiven Schwierigkeiten hast. Oh Mann, was guckst du denn so? Es war durchaus kein Kinderspiel, all diese Daten zu sammeln. Ja, da müssen deine Augen nicht gleich so durchdrehen. Du. Sie sind mehr wert als alles Geld der Welt. Da solltest du mir dankbar sein, dass ich dir überhaupt etwas zum Verkauf anbiete. Aber ich will dich auch nicht unter Druck setzen. Falls du gerne ein Foto hättest, dann wähle es direkt aus meiner Datensammlung aus und lass es mich wissen, mein Bester. Dein Hyrule-Handbuch. Oh. Okay, oder mal so eine kleine Quest, die anscheinend vervollständigt werden kann. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, Leute, wieder ein bisschen näher am Ziel der Perfektion. Hyrule-Handbuch. Muss ich das echt voll machen? Nee, warte mal. Robil hat angeboten, dir Fotos aus seiner Datensammlung zu verkaufen, wenn diese noch fehlen. Achso, kann ich anscheinend auch jederzeit machen, wenn ich möchte. Na gut, dann, Leute, ganz schnell zu den Crocs in den Wald. Und wieder ein bisschen abzappeln. Ja, und dann... Also ich würde halt jetzt... Was ist jetzt meine Priorität? Also ich würde ja gerne wissen, was Koga macht. Ja, wie das denn wirklich ist mit dem Dämonenkönig. Ob die das denn wirklich schon rausgefunden haben, wo der ist und wie es ich was. Ne, dann würde ich aber auch noch gerne mehr... Ich glaube, ich würde mir gerne vorher die Jägerklamotten holen. Dass ich so ein ganzes Set an Jägerklamotten anhabe. Dann kann ich auch noch da in ihr Geheimding rein. Würde ich auch sehr gerne machen. Und dann einfach schon als voll ausgebildeter Jäger einfach das letzte Mal in Koga reden. Gucken, ob er reagiert. Na, du hast Krocksamen dabei. Stinken ja voll. So, mach mal die Tasche größer. Okay, was denn? Einmal noch die Bogentasche. Kostet 8 Crocs. Geil! Ja, Imchecki-Wiggy. Ich verstehe schon, Marodus. So. Das ist so doof, dass die Pfeile so einen Slot einnehmen. Aber egal. Jetzt sieht's schick aus. So, willst du noch irgendwas machen? Bogentasche ist richtig groß. Du hast ja noch mehr Crocsamen. Jetzt noch einmal die Schildtasche. Dafür bräuchte ich aber schon wieder 10. Let's go, Mann! Imchecki, Wiggy. Imchecki. Imchecki. Obchecki. So. Wie viel brauche ich jetzt noch für weitere Waffen? Da brauche ich ja schon wieder 15 oder so, ne? Oh, das ist ja viel zu viel. Dadam! Bin ich nicht ein toller Sänger? Ja, vor allem die Rasseln sind total toll. Du hast ja noch mehr! So, was ist denn jetzt mit der Waffentasche? Na, dafür brauche ich schon mal 17, Alter! Na, denn nicht. Na gut, dann haust du rein. So, da war doch bloß einfach mir nochmal ein bisschen hier ein Anliegen. So, abhauen, raus. Aber halt, warte, ich muss erstmal gucken, wo waren denn diese... Oh, seht ihr, ich muss auch noch Kakariko. Ach, ohne ein bisschen was abgeben für Geld. Geld wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Ach, komm, ab nach Kakariko. Du, wie? Warte, Kakariko vielleicht auch mal immer wieder, wenn ich bei einer Fee bin oder so. Ich muss doch alles hier machen. Kakariko. So. Und ich würde irgendwie gerne auch die ganzen Fotos mal löschen, denn das Sekro-W ist von wegen, okay, das Ausrufezeichen ist weg. Das heißt, es hat seinen Auftrag erfüllt. Hoffe ich mal, also lösche ich's. Einfach löschen. Jetzt nervt mich schon wieder, dass die Batterie da nicht ganz voll ist. Also ich muss doch ganz schnell 120 Dinger finden. Ich weiß ja sogar noch, wo ein Boss ist. Könnt ihr nochmal einen Boss platt machen? Also im Untergrund, den ich noch nicht platt gemacht habe? Oder resetten denn auch die Kisten wieder? Nee. Das wäre ein bisschen zu krass. So, ob hier inzwischen irgendwie mal wieder was Neues an Infos ist, dass ich hier mal wieder rein darf. Oder in diese letzte Ding. Na, bestimmt nicht. Okay, egal. Oh, die Hühner. So, meine Freunde, ich habe wieder ein paar Bilder. Er hat bisher 2 Schriftrollen. Ich glaube, ich habe... Wie viele Fotos habe ich denn? Oh. Nun, wie sieht's aus? Hast du eine Steintafel gefunden?
Noch, du musst noch 10 weitere finden. Falls du weitere Tafeln hast, dann zeig mir Bilder davon. Natürlich kannst du dich darauf verlassen, dass du belohnt wirst. Fantastisch, darf ich mal bitte sehen? So suchst du die selber aus, ich weiß nicht mehr, welche das waren. Gut, lass mich mal das übersetzen. Oh ja, kein Zweifel, wir haben hier ganz klar, einen Vers des Epos über Hyrule. Also wenn man diesen Abschnitt in unsere moderne Sprache überträgt, dann steht da folgendes. Des Königs ältere Schwester, Mineru, forscht so vertieft, dass sie Nahrung und Schlaf vergisst. Ich bin in Sorge um sie, doch ihr zu helfen, bleibt mir verwehrt. Sie sagt, ein Konstrukt erschaffen zu wollen, in dem sie fortleben könne, wenn der Tod sie ereilt. Okay, das hat Zelda doch schon hingewiesen, oder? Als Zelda kurz bevor sie sich in einen Drachen verwandelt hat, hat sie das Pura-Pad angeguckt und gesagt, so, Mineru, jetzt liegt's an dir. Ist die in dem Pura-Pad drin? Die Mineru? Es würde ihre Seele als neues Gefäß dienen, sobald ihr Körper dazu nicht mehr tauglich sei. Okay, alles klar. Auch wenn ich all dies von der Herrin Mineru selbst erfahren habe, will ich es nicht glauben. Oh. Ah, der Name von König Raurus älterer Schwester lautet also Mineru. Oh. In diesem Text erfahren wir etwas über Mineru. Es heißt, dass sie ihr eigenes Wohl vernachlässigte, während sie an einem sogenannten Konstrukt arbeitete. Sie erforschte, wie sie ins Leben zurückkehren könne, sollte ihr Geist ihren eigenen Körper verlassen haben. Hm. Wenn man so darüber nachdenkt, klingt es fast wie ein Märchen. Ja, ziemlich weit hergeholt. Doch vielleicht gab es in alter Zeit ums heute unbekannte geheimnisvolle Kräfte, die derartige Dinge ermöglichten. Ich bin äußerst beeindruckt von Minerus Forschergeist, doch gleichzeitig wärmt es mein Herz, wie viel der Zofe, die all dies schrieb, an Minerus Wohlergehen lag. Das war doch Zelda. Ich danke dir, Link. Bitte nimm diese Belohnung. Dankeschön. Übelst Cash. Schon der Gedanke, dass derart kostbare Schriften in ganz Hyrule vom Himmel gefallen sind, versetzt mich in Aufregung. Der Steintafel aus, fehlen noch 9. Hast du noch mehr Bilder? Ja, ich hab noch mehr. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. So, ein bisschen weitere Geschichtsstunde hier. Tada! Gut, lass mich das mal übersetzen. Oh ja, kein Zweifel, wir haben hier ganz klar einen Vers über den Epos. Wenn man das hier wörtlich übersetzt, steht da, welch ein gewaltiger, erhabener Anblick, dem Tempel der Zeit in den Himmel sich erheben zu sehen. Prinzessin Zelda vertraute mir an, dass einst dort der Held erscheinen werde, der Hyrules Rettung bringen wird. Auf dass er jenen Helden nütze, meißelte er meine Aufzeichnung in Steintafeln, die am Himmel schweben sollen. Er erhielt sie von des Königs Schwesters Mineru. Hoffend, dass der Held sie dort finde, werden sie in den Himmel erhoben. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ein fantastischer Fund! Hier lesen wir über den Tag, an dem sich der Tempel der Zeit in den Himmel erhob. Welch großartige Entdeckung für Hyrules Historiker. Nein, eine großartige Entdeckung überhaupt, die großartigste. Selbst in einer Zeit, in der manche über seltsame Kräfte verfügten. Einfach so ein ganzes Gebäude in den Himmel zu heben, war beispiellos. Das hört man in diesem Bericht deutlich heraus. Zelda sagte vorher, dass ein Held das Land im Himmel erreichen und Hyrule retten würde. Auch die Zofe wollte den Helden im Rahmen des ihrer Möglichen unterstützen. Daher schrieb sie ihr Tagebuch auf Minerus schwebenden Steintafeln und sandte sie gen Himmel. Ach, bei den Gedanken werde ich so emotional, dass meine Arme und Beine, nein, mein ganzer Körper zittert. Ach, Verzeihung, du wolltest eine Kohle haben, ne? Habe ich mich wohl etwas mitgehen lassen. Es ist nur, in solchen Momenten hört man auf, Forscher zu sein und fühlt sich ganz persönlich ergriffen. So, dann nimm bitte das hier an. Danke, du reicher Sack. Cool. So. Schon der Gedanke, dass derart kostbare Schriften in ganz Hyrule gefallen sind, versetzt mich in Aufregung. So, noch 8 fehlen. Habe ich nicht noch weitere? Zeig mir noch mehr. Natürlich kannst du darauf verlassen, belohnt zu werden. Oh, welch spannende Zeit. Ich danke dir vielmals. Meine Erkenntnisse zu diesem Fund werde ich dir an die Wand dokumentieren. Okay, haben wir erstmal nur wieder 2 gehabt. Na schön. Ja, na ist okay. Bitte verzeih, dass es ein bisschen gedauert hat. Aber guck mal, da kannst du alles nachlesen, auch in der richtigen Reihenfolge. Ich habe das Material in der Wand des Instituts aufgehängt, sodass du jederzeit einen Blick drauf werfen kannst. Dankeschön. Und wenn du noch eine Sterntafel findest, dann zeig sie mir. Oh Gott, ey, ja. 10 Stück halt, ne? Fehlt noch ein bisschen was. Aber nun gut. Hab's. So ist jetzt irgendwie... Ist Impa wieder zu Hause. Weil ich muss doch irgendwie mit ihr auch noch mal quatschen. Das irgendwie, ja, Link, na, jetzt wo alles erledigt ist, schön, dass du wieder... So ein Chaos. Nee, ist ja wieder derselbe. Impa? Impa ist ja nicht mehr da. Wo ist die denn? Eine Quest mit ihr habe ich nicht mehr. Irgendwie eine laufende. Ist die irgendwo verschollen, Leute? Verdammt, ist bestimmt oder verschollen. Ah. Naja, gut. Keiner berichtet von wegen, Impa ist wieder zu Hause, Impa. Frohlocket, hört euch alles an. Warum denn so hoch? Nanu, du hast eine Quest? Ey, junger Bursche, du besichtigst lieber, anstatt zu schlafen? Hast du die Kranzruinen besichtigt? Wenn ich nicht diese Höhenangst hätte, würde ich sie sofort aufsuchen. Bei der schwebenden Kranzruine ist das Betreten verboten, da kann man eh nichts machen. Aber es würde mir schon reichen, zu wissen, was auf den Steintafeln in den vielen anderen Ruinen geschrieben steht.
Also, die Steintafel, ich war da ja schon. War? Du hast für mich einen Blick darauf geworfen? Und, was stand da drauf? Ja, hab ich natürlich nicht gemerkt. Hab ich mir alles gemerkt, ist schon vor 50 Parts gewesen. Aha, im Altertum gab es in Hyrule die sogenannten Weisen, die das Reich beschützten. Faszinierend. Die Weisen waren bestimmt solche unbeugsamen und weisen Personen wie in unserer Prinzessin Zelda. Naja, ich bin auf jeden Fall dankbar, dass du den Aufwand betrieben hast, auch wenn du auch nur ein Tourist bist wie Icke. Du bist nicht zufällig jetzt auch super gespannt auf den Rest? Die Steintafeln. Du hast mir noch mehr zu berichten? Sag schon, was stand denn drauf? Scheiße. Was sind denn für eine Quest jetzt hier? Früher einmal gab es also Personen, die mit Wind, Feuer, Wasser, Blitzschlag sowie mit Zeit und Licht im Bunde waren? Und mit Hilfe sogenannter Mysteriensteine konnten sie diese Kräfte sogar noch verstärken. Hochinteressant. Das müssen ja tolle Steinchen gewesen sein, die man damals hatte. Naja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du mir davon erzählt hast. Das war noch interessanter, als ich gehofft hatte. Da bin ich umso gespannter auf die zwei übrigen Steintafeln. Die müssten wir alle haben. Wir waren ja in allen vier. Du hast noch mehr zu berichten? Alter, was denn mit dir? Tja, so war das. Aha, in uralten Zeiten kämpfte der damalige König an der Seite der Weisen gegen den Dämonenkönig. Doch sie konnten ihn nicht bezwingen und beschlossen, etwas für die Zukunft zu hinterlassen? Eine letzte Hoffnung. Moment mal. Dann ist dieser Kataklysmus vielleicht ein Zeichen, dass der Dämonenkönig zurückgekehrt ist? Da geht meine Fantasie wohl mit mir durch. Hoffentlich. Jedenfalls danke, dass du der Sache auch für mich auf den Grund gegangen bist. Falls du mir auch noch den Inhalt der letzten Steintafel verraten möchtest, wäre ich dir echt dankbar. Oh, du hast mir noch mehr zu erzählen. Boah, du bist ja richtig fleißig gewesen. Hätte ich dich mal früher getroffen. Um ein Weiser zu werden, brauchte man nicht nur außergewöhnliche Kräfte, sondern auch noch einen Mysterienstein? Faszinierend. Aber was soll das überhaupt sein, ein Mysterienstein? Ich wette, die waren wunderschön glänzend, noch krasser als Diamanten. Und das war die vierte, oder? Warte mal. Wenn man alle Inschriften zusammenfügt, dann kommt ein zusammenhängender Text heraus, oder nicht? Und das bedeutet, der letzte Teil steht auf der Tafel in der schwebenden Kranzruine, ja, wo keiner rein darf. Ach Mist, ich habe versucht, den Text im Kopf zusammenzusetzen, aber ich bin zu doof. Aber mit deiner Hilfe konnte ich auf jeden Fall etwas Altertumsluft schnuppern. Vielen Dank dafür. Darf ich dir zur Belohnung etwas ganz Tolles schenken? Etwas, das jeder Reisende unbedingt braucht? Zitterflügler. Das sind sogenannte Zitterflügler. Ich habe sie in Verwauen gefangen. Sie sind ganz selten und zeigen sich nur bei Regen. Wenn man sie zusammen mit Monsterzutaten kocht, erhält man einen Trank, der vor Elektrizität schützt. Wenn du auch so viel auf Reisen bist wie ich, solltest du dir das gut merken. Also dann, man sieht sich. Toll. Reise in die Vergangenheit geschafft. Okay, anscheinend doch schon mal mit ihm gequatscht. Leute, ich habe mir jetzt den Mund fusselig gequatscht. Ich bedanke mich wieder sehr bei euch fürs Interesse, fürs Zusehen. Und ja, ich werde beim nächsten Mal mich auf den Weg machen zu den Jäger-Verstecken. Zu den zwei Verbleibenden, damit ich die Rüstung habe. Dann will ich noch den Jägerstützpunkt machen. Dann wollen wir zu Koga. Ja, und irgendwann halt zum Master Sword und dann zum schwebenden Schloss. Das klingt doch nach einer coolen Reihenfolge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.